Das ist für die Nacht. Ja. Aber ich finde auch ein bisschen auch dieses Wort Windel oder Pampers, das bekomme ich auch immer auf Social Media zu hören. Nach einiger Zeit fühle ich mich so ein bisschen tatsächlich auch beleidigt, wenn ich das höre. Und wie ist das so, wenn ich das mal so intim fragen darf? So beim Thema Sex, Berühren und so? Berührungen waren da immer so fehl am Platz. Ja, da wollte diese Person halt mich auch irgendwie nie anfassen, mich nie umarmen oder so. Halt, es kann eventuell was passieren und darauf habe ich einfach gar keinen Bock. Hi, ich bin Henrike und ich bin Pastorin. Ich dachte sehr lange Zeit, dass das Thema Inkontinenz vor allen Dingen ein Thema ist, das ältere Menschen betrifft. Dann bin ich selber Mutter geworden und habe gemerkt, okay, definitiv auch ein Thema nach einer Geburt. Und heute treffe ich Sam. Sam ist 22 Jahre alt, gehört damit eben noch nicht zu den älteren Menschen, hat auch noch keine Kinder und er leidet an Inkontinenz. Ich frage mich, was das für ihn bedeutet, wie er so im Alltag zurechtkommt, wie das in seiner Kindheit und Jugend für ihn war, so mit diesem Thema konfrontiert zu sein. Ich freue mich auf Sam und bin gespannt, was er zu erzählen hat. Hi Sam, ich bin Henrike, wir begrüßen uns so. Bist du gut hergekommen? Ja, schön. Sollen wir schon mal lang gehen? Ja. Also ich habe jetzt natürlich sofort das Thema Inkontinenz so im Hinterkopf und denke mir, hast du dich jetzt irgendwie auf die Fahrt besonders vorbereitet? Nee, also jetzt okay. Im Moment mache ich das tatsächlich gar nicht. Ja. Diese blöde Sache ist immer so schön. Die Inkontinenz eigentlich so akzeptiert habe, dass ich eigentlich tatsächlich so auf gar nichts mehr achte. So. Also das ist was ich jetzt wirklich krass finde. Das freut mich auch total, aber ich frage mich natürlich, das war bestimmt ein harter Weg dahin, oder? Natürlich auch von mir aus, also das erstmal zu verstehen und das zu akzeptieren. Ja. Und dann halt noch ja, von meinem ganzen Umfeld halten, dass sie das halt verstehen, ja. Dass sie auch merken, okay, ich habe halt dieses Problem, ich kann dagegen halt nichts machen, ich kann das überhaupt nicht mehr ändern, weil leider auch kein Arzt weiß, warum ich das habe oder was, oder kein Arzt kann mir auch helfen. Bezüglich der Inkontinenz, weil keine Medikamente helfen an, keine OPs oder keine Untersuchungen helfen an. Ja. Aber jetzt seit knapp 3-4 Jahren geht's langsam bergauf. Ja. Und kannst du mir noch mal erklären, wie sich die Inkontinenz bei dir äußert? Bei mir zeigt sich das aus, dass ich einfach gar nicht merke, wann ich halt zur Toilette muss. Ja. Bei normalen Menschen ist es ja so, dass man immer so einen Druck erspürt oder halt so schon merkt, okay, man muss auf Toilette. Ja. Aber diesen Druck habe ich tatsächlich nicht. Okay. Ja, dann läuft es halt. Und also ich kann es auch nicht einhalten oder so. Oder wenn ich es versuche, tatsächlich auch einzuhalten, über Minuten hinweg, kann es sein, dass ich tatsächlich auch so Tage später auch noch Schmerzen habe, aufgrund so in diesem Blasen- und Nierenbereich. Ja, also bei mir ist es so, ich habe einen 4-jährigen Sohn. Ich habe den auf natürliche Art und Weise auf die Welt gebracht und da gab es bei mir so einen Moment, das war, ich glaube, einen Tag nach der Geburt, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, da hatte ich dann zwar das Gefühl, okay, ich muss auf Toilette, aber bei mir war das so, ich konnte nichts halten, es ist einfach so wusch und ja, dann steht man da halt. Aber da so dieses Gefühl, nicht Herr des eigenen Körpers zu sein, das finde ich schon krass. Weil die meisten kennen das halt nur von Schwangeren oder auch von älteren Herrschaften, ja. Oder von kleinen Kindern. Ja. Also dass auch jüngere Leute, ja. Also auch in meinem Alter betroffen sind, kennen tatsächlich sehr, sehr wenige oder fast kaum noch Leute. Ja, also muss ich ehrlich sagen, ich hatte das vorher tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm. Also ich wusste eben, okay, es betrifft Ältere, eben durch meine Arbeit auch, wenn ich in Seniorenheimen bin. Dann eben seitdem ich Mutter bin, weiß ich, auch da ist es echt ein großes Thema in der Mutter-Community. Aber auch da spricht halt kaum jemand drüber. Ne? Und dann aber, ja, bei Jüngeren war auch mir das nicht so bekannt. Es ist einfach ein großes Tabuthema. Ja. Also das heißt, es gibt so Dinge, die du täglich brauchst und auch täglich bei dir dabei hast? Genau. Sowas hat bei mir überhaupt nicht gebracht, weil... Ja. Wie viele sind hier drin? 28? 3, ja. Die sind halt so dünn. Ja, da bist du wahrscheinlich... bin ich halt am Durchwechseln und halten sowieso gefühlt nichts. Mhm. Ja, halt diese Kalibers hier, so nenne ich sie halt immer. Ja, die kenne ich auch noch von der Geburt.
Weil die sind halt auch tatsächlich auch so ein bisschen dicker halt tatsächlich. Ja, ja. Und sind halt auch wirklich preisgünstig. Ich höre da jetzt raus, du achtest schon auf den Preis. Musst du das alles selber zahlen? Ja. Ja. Und die Krankenkasse übernimmt da nichts? Nee. Also bei mir ist es leider keine anerkannte Diagnose, weil bei mir keiner weiß, warum ich das habe. Okay. Und ich muss das alles selbst bezahlen. Also die Produkte für den Tag und auch für die Nacht. Das sind so im Schnitt alles zusammen, je nachdem, ob ich die auch im Angebot kriege oder nicht, zwischen 100 und 180 Euro im Monat. Die du aus eigener Tasche zahlst. Genau, die ich halt verwende und dann halt in den Müll schmeiße. So ist der Alltag leider. Die Krankenkasse finanziert da in dem Bereich halt nichts. Und wenn die was finanziert, bekommt man halt Produkte zugeschickt oder halt als Proben bekommt man, die Qualität ist einfach unterste Katastrophe. Ja, man muss natürlich auch darauf achten, wie die halt, halt gefertigt werden oder halt produziert sind. Ja. Und die meisten haben mal außen so eine Plastikschicht. Das heißt, wenn man die halt läuft und trägt, dann... Ist auch unangenehm. Ja. Man hört es tatsächlich auch. Ach so, okay, beim Gehen. Genau, beim Plastik jetzt hier als Beispiel. Ja. Man hört das ja natürlich auch beim Laufen und beim Knirschen tatsächlich. Ja. Und die saugen halt natürlich auch nicht richtig viel auf. Ja, ja. Und wir sind halt dazu auch angewiesen, wenn wir halt laufen und es wirklich passiert, dass es wirklich alles absorbiert ist. Ja, weil wenn ja. das nicht läuft, ist dann Beine laufen, dann läuft es halt von der Seite halt raus. Ja, und das ist unangenehm. Ja, das glaube ich. Und hast du jetzt, du bist jetzt hergekommen, wir sind hier den Tag unterwegs, hast du jetzt was Bestimmtes mit dabei? Ich habe jetzt was für den Tag auch mitgenommen und ich habe dir auch noch was für die Nacht mitgebracht. Kannst du mir das mal zeigen? Gerne, kann ich machen. Okay. Soll ich die für dich rausholen oder möchtest du das gerne machen? Darf ich mal rausholen? Okay. Gerne. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, okay. Das ist jetzt einmal sozusagen, dass es wird da... Nee, warte. Doch. Das sind die... Ah, okay, genau. Ja. Okay, also ich merke jetzt schon so beim Anfassen, das ist auf jeden Fall... deutlich dicker als eine Damenbinde, die also selbst als diese super saugfähigen, also es ist schon, fühlt sich ganz anders an. Ne? Okay. Und dann habe ich noch was gesehen. Kannst du das mal gerne machen? Danke schön. Das ist für die Nacht. Ja. Das wird auch für andere, also für Leute, die auch im Bett liegen müssen, auch immer verwendet. Weil man muss auch dazu sagen, diese halten bis zu 4 Liter aus. Ja, ja, die sind nochmal eine Spur dicker. Das merkt man auf jeden Fall auch. Also extrem. Und das Beispiel halt bei denen ist, das waren ja Panties gewesen. Ja. Und bei denen ist es ja so, wie so bei kleinen Kindern, die klebt man. Ja, okay. Aber das hält auch? Hält. Okay, hält Bombe. Gut. Also okay. Die ganze Nacht, also man muss, auch wenn man sich viel dreht oder bewegt und so, hält alles. Und man muss auch bedenken, bei diesen Einlagen von hier vorne bis ganz nach hinten ist alles die Saugfläche. Wahnsinn! Aber ich finde auch ein bisschen auch dieses Wort Windel oder Pampers, das bekomme ich auch immer auf Social Media zu hören. Nach einiger Zeit fühle ich mich so ein bisschen tatsächlich auch beleidigt, wenn ich das höre. Mhm. Weil du dann das Gefühl hast, so als erwachsene Person nicht ernst genommen zu werden? Genau, weil man wird ja am Anfang sowieso nicht ernst genommen, wenn man darüber halt spricht. Ja, klar. Und wenn dann halt diese Worte wie, du trägst ja Pampers den ganzen Tag, das sind keine Pampers, das sind halt Materialien, womit ich halt durch den Tag kommen kann oder muss. Und das ist halt keine Sache, die ich halt zum Spaß mache. Es gibt ja auch Leute, die das als Fetisch benutzen oder auch anziehen. Okay. Gibt es auch diese Variante, aber von diesen Personen distanziere ich mich. Mhm. Ist halt blöd, aber bei solchen Sätzen werde ich auch ein bisschen traurig und ein bisschen auch sauer zugleich. Also ich nehme da gerade für mich nochmal davon mit, wirklich auch auf meine Wortwahl zu achten. Ganz genau zu überlegen, wie bezeichne ich solche Produkte beispielsweise. Passt das jetzt zu der Person, die da eigentlich gerade vor mir ist? Und auch wirklich im Hinterkopf zu haben, je nachdem, wie ich Sachen benenne, kann das eben zum Teil auch echt stark verletzen. Besonders schockiert hat mich die Aussage, dass Sam für seine Sachen selber aufkommen muss, dass da die Krankenkasse nicht zahlt, eben weil es keine richtige ärztliche Diagnose gibt. Das macht mich echt ein bisschen sprachlos. Wie geht es jetzt damit, hier so vor dem Regal zu stehen, die Sachen irgendwie zu kaufen? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, so mit 13, 14, als es dann mit der Periode eben losging, da war mir es totenpeinlich, irgendwie in eine Drogerie zu gehen und irgendwie was dafür zu kaufen. Wie geht es dir jetzt so damit? Also jetzt nach dieser Zeit, wo ich auch diese Akzeptanz auch so ein bisschen gelernt habe, es wird einfacher, aber halt diese Scham ist immer noch so ein bisschen da. Und wenn ich dann halt vom Supermarkt an der Kasse stehe mit so einem großen Kaliber und dann gucken die einen sofort ins Gesicht an und fragen, warum benutzt man das selber? Ja. Es ist schwer, in der Anfangszeit, als ich diese ganzen Sachen auch benutzt habe, habe ich auch immer mehr Dinge gekauft, um die auch so ein bisschen zu verstecken. Ja, okay. So der Alibi-Salat, ne, unter den Süßigkeiten. Genau. Vielen Dank, dass du mir das alles so gezeigt hast. Gerne. Sollen wir dann weiter? Machen wir. Okay.
Wie war das Thema Inkontinenz so in deiner Kindheit und Jugend? Es war schon komisch, weil da habe ich schon so die ersten Momente schon gesehen, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist mit mir falsch. Darf ich nochmal da genau nachfragen? Das ist ja dann sozusagen, ich finde, es macht so einen Unterschied, wenn man sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist mit mir falsch oder ich bin falsch. Mhm. Also verstehst du dieses, also hast du das Gefühl, dass du wirklich falsch bist? Ja, diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch, weil niemand wusste, was ich habe, warum ich das habe. Ja. Also ich konnte ja mit niemandem halt darüber reden, mir war das selbst peinlich, mir war das meiner Familie unangenehm. Und aufgrund dieses Problems, weil ich auch in dieser Zeitraum auch keine Hilfsmittel hatte, hatte ich halt keine Freunde gehabt. Ich hatte nie im Kindergarten Zeit, also als ich kleiner war, Jugendzeit bis zu meinem 16. Lebensjahr tatsächlich hatte ich keine Freunde gehabt. Habe mich auch so ein bisschen versteckt über dieses Problem und es macht einen echt ein bisschen einsam. Also, eher ein bisschen viel. Also nicht nur ein bisschen, sondern ja wirklich extrem, ne? Genau. Bevor ich mich auf irgendwas auf Kaltes hinsetze und dann Blasenentzündung, das ist nicht so geil. Was heißt, du hast das auch immer mit im Blick, wo setze ich mich hin? Ja. Okay, aber weil, guck mal, ich setze mich jetzt hier einfach stumpf hin, das ist krass. Genauso wie nackte Füße, auch großes Problem, wenn ich kurz irgendwie mit Socken oder irgendwie barfuß dann auf kaltem Boden trete, pro Mahlzeit, in den nächsten paar Tagen sofort Blasenentzündung. Du hast gesagt, in deiner Jugend, da warst du eben sehr einsam, hattest keine Freunde, wahrscheinlich auch, weil man irgendwie auch, hattest du Angst dann so rauszugehen irgendwie? Es war halt nicht einfach und da war ich halt die meiste Zeit sowieso mit meiner Familie unterwegs und sonst war ich eigentlich die meiste Zeit tatsächlich nur in meinem Zimmer, habe mich selbst beschäftigt. Ja. Als ich meine Handys gekriegt habe, nur Handy, Social Media. Genau, oder habe irgendwie gemalt und irgendwie versucht, den Tag zu Ende zu bringen. Und Das eine ist ja sozusagen, sich einsam zu fühlen. Wurdest du irgendwie fertig gemacht in der Schule? Ich glaube, wegen der Inkontinenz, so wie ich mich erinnern kann, nicht. Mhm. Aber aufgrund von anderen Sachen wurde ich halt gemobbt in der Schule, also von meinem Aussehen, von meiner Sexualität her. Und ich laufe halt auch ein bisschen anders rum wie andere, die so heutzutage rumlaufen. Später irgendwann oder gar nicht so? Tatsächlich nicht. Okay. Das fing halt erst nur an, als ich wirklich aktiv auf Social Media geworden bin. Dann kamen halt sofort Kommentare, wie sieht die denn aus? Trägst du in Wirklichkeit Pampers? Schick mir Bilder, wie du so und so stehst mit den Einlagen. Mir werden halt auch Geld angeboten für solche Bilder tatsächlich. Ja. Und das ist halt nicht so schön. Und es gibt natürlich auch diese andere harte Variante, wo mir geschrieben wird, bring dich um und solche Menschen haben halt nicht das Recht, halt, so wie ich halt lebe, das Recht zu leben und solche Dinge. Ja. Was hilft dir dabei? Ja, über diese ganzen Dinge halt zu lachen, ne? Okay. Also ich mache mich tatsächlich über die meisten Sachen halt lustig. Ja. Also anders kann ich halt damit auch tatsächlich auch nicht umgehen. Mhm. Es ist kacke, es ist beschissen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber natürlich, ich denke natürlich auch drüber nach. Mhm. Aber das sind meistens sowieso irgendwelche Menschen, die sowieso selbst Probleme mit ihrem Leben haben, die sowieso versuchen, irgendjemand anderen wegzumobben. Ja. Diese Leute haben einfach irgendwelche Komplexe. Und so beim Thema, ich sag mal, Urininkontinenz, ne, das spielt denn das Thema Geruch auch irgendwie eine Rolle? Machst du da besondere Vorkehrungen? Damals ja, auf jeden Fall, weil ich einfach diese Techniken hatte wie heute. Ja. Und ich habe halt nicht so extrem drauf geachtet, wie ich halt diesen Geruch halt verdecken kann. Ja. Und das Problem ist auch, der wichtigste Bestandteil sind halt diese Unterlagen, die ich halt benutze, weil die meisten binden halt diesen Geruch oder verstecken ihn auch. Aber wenn ich halt merke, okay, es riecht eventuell durch die Einlage hinaus, reicht heutzutage tatsächlich nur noch Deo, weil einfach dieser Geruch einfach nicht mehr so intensiv ist. Also mit den alten Materialien oder die halt, die man von der Krankenkasse bekommt, die lassen halt diesen Geruch halt immer extrem schnell raus und das ist einfach mega unangenehm. Und wie ist das so beim Thema jemanden kennenlernen, Beziehungen, Partnerschaften, spielt das da eine Rolle? Auf jeden Fall. Also in der Partnerschaft ist es extrem, also ist es leider auch ein großes Thema. Mhm. Und was ich leider immer sehr oft mitbekommen habe, dass erstmal dieses Verständnis da ist und dann immer gesagt wird, okay, ich akzeptiere das, ich verstehe das, dass du das hast. Aber es kommen halt immer leider diese Aussagen, immer wenn noch nichts passiert ist.
Okay. Also kein Malheur passiert ist. Oder wenn man das halt nicht sieht. Ja, ja. Aber wenn es halt doch passiert, dann kommen schon halt so die ein und anderen Kommentare, die halt auch nicht so schön sind. Was genau zum Beispiel? Dass es halt der Gegenüber halt auch sehr unangenehm ist, das halt zu sehen und also irgendwie eventuell auch zu riechen. Ja. Und dass man das eher so meiden sollte, was einfach überhaupt nicht geht. Ja. Weswegen ich dann auch tatsächlich auch so in Beziehungen auch sehr, sehr wenig getrunken habe. Ja. Ich hatte auch nur Fernbeziehungen geführt, was auch dazu passiert ist, dass ich halt diese Reisen halt auch echt planen musste, dass ich einfach die Reise auch davor, einfach die Tage davor halt nichts getrunken habe, auch in der Reise halt auch überhaupt gar nichts bis wenig. Und was auch so ein bisschen auch der Grund war, warum auch die eigentlich gefühlt auch alle Beziehungen auch gescheitert sind, wegen meiner Inkontinenz. Ich bin jetzt gerade schon wieder sprachlos. Mir geht das sehr nah, gerade wenn ich daran denke, dass Sam gesagt hat, es hat lange gedauert, sich selbst so zu akzeptieren und wenn ich das mal in meinen Worten sage, sich selbst noch so zu lieben und dann von Menschen, die einem sehr vertraut sind, von denen man sich eigentlich nichts anderes als Liebe wünscht, dann da eher zu erfahren, dass dann das doch wieder eine Rolle spielt und eben auch zum Beziehungsabbruch führt. Das geht mir gerade sehr nah. Und wie ist das so, wenn ich das mal so intim fragen darf, wie ist das eben, ich sag mal, im körperlichen Miteinander und so beim Thema Sex, Berühren und so, da hat es sicherlich auch eine Rolle gespielt, oder? Es war schwierig. Ja. Also ich muss leider auch zugeben, auch nur irgendwie Beziehungen gehabt, wo mein Gegenüber irgendwie gefühlt nur extrem hoch narzisstisch war. Mhm. Also mich auch nicht so behandelt hat, wie man eigentlich jemanden behandeln haben sollte. Mhm. Berührungen waren da immer so, Fehl am Platz gab es halt tatsächlich nie. Und wenn es halt mal zu Berührungen kam oder halt, wenn man halt auch sich näher kam, ja, da wollte diese Person halt mich auch nie anfassen, mich nie umarmen oder so halt, weil nicht nur, weil ich halt auch ein bisschen üppiger bin, sondern auch wegen der Inkontinenz, weil die halt immer das Problem auch hatten oder auch mal gesagt haben, es kann eventuell was passieren und darauf haben die einfach gar keinen Bock. Und deswegen auch tatsächlich auch diese ganzen Beziehungen auch zerbrochen sind, weil das konnte man nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr ertragen, ja, solche klar. Sprüche. Ja, das glaube ich. Mein Lieblingsgetränk hier. Okay, jetzt weiß ich auch warum. Dankeschön. Ich liebe es. Fehlen nur noch irgendwie so Flammen oder so. Oh, nee. Wie trinkt man das denn? Ziehst du es da jetzt raus oder läuft es jetzt einfach rein? Ja, mit dem Strohhalm erstmal und dann kann man das hier so ein bisschen rumziehen. Ah, und dann, Magic! Wenn eine Person was Negatives sagt über Inkontinenz oder über was anderes oder wenn die Person was Schlechtes über mich redet, ist es halt ihr Problem und nicht meins. Und wenn die halt ein Problem damit hat, dann hat sie halt mit mir selbst und mit meinem komplettes Leben halt ein Problem. Und ich werde auch daran auch nichts ändern. Ich werde auch nicht weniger trinken, weniger essen oder sonst was. Oder mich sonst wo irgendwie ändern. Ja. Dann ist diese Person einfach falsch. Ja. Ja, weil du ja auch einfach viel mehr bist als deine Inkontinenz. Ja. Ne? Und du bist einfach so, du bist ein Mensch und du bist liebenswert. Und du hast so viele tolle Eigenschaften und interessierst dich für Dinge. Und das ist ja einfach, dann selber da so den Wert so zurückzustecken, das ist es ja nicht wert. Und das ist dann schade fürs Gegenüber, dass sie deinen Schatz nicht erkennen, aber... Für mich geht ein sehr aufschlussreicher Tag mit Sam zu Ende. Ich bin echt extrem beeindruckt von ihm, wie offen er mit dem Thema umgeht, wie viel Herzblut er da auch reinsteckt und dass er eben auch sagt, es ist mir so viel wichtiger, dieses Thema öffentlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Dafür nehme ich auch so krasse Kommentare in Kauf. Das hat mich tatsächlich sprachlos gemacht, was er da manchmal einstecken und sich anhören oder eben auch durchlesen muss. Gleichzeitig ist mir auch noch mal klar geworden, dass es so wichtig ist, den Menschen zu sehen, fernab von seiner Krankheit, sondern eben im Ganzen und dass da so viel in ihm steckt, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Wie findet ihr das, wie Sam mit seinem Schicksal, mit seiner Inkontinenz umgeht? Schreibt das gerne in die Kommentare und wenn ihr mögt, dann lasst auch unbedingt ein Abo da.